Ja moinsen, meine sehr verehrten Brudingos und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Blasters Rote Katzenkommando. Wir werden uns heute der nächsten Mission widmen, aber vorher würde ich ganz gern nochmal etwas persönlichere Worte aussprechen und zwar großes Dankeschön und Liebe geht raus an SZ Scala und an Nintendo Deutschland, die mir beide Spiele nochmal physisch zugeschickt haben und wir werden uns wie gesagt auch in der nahen Zukunft mit dem Spiel befassen. Yo-Kai Watch Blasters, Weiße Hundebrigade. Falls ich übrigens im ersten Part oder im zweiten Part Blaue Hundebrigade gesagt habe. Nackenklatscher geht raus. Aber, so, ich meine, die Verpackung ist blau. Es geht um Kuma-san. Kuma-san ist blau. Ja gut, Kumashiro nicht, aber Shogunan ist blau. Und ganz ehrlich, Alter, Blaue Hundebrigade, Weiße Hundebrigade. Was macht das überhaupt für einen Unterschied? Aber, lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel werden wir uns auch in naher Zukunft angucken und Shibanian, was sagst du denn dazu? Ist das gerade an? Ja, das ist an. Das hast du richtig erkannt. Das hast du wirklich sehr gut erkannt, Shibanian. Also, sagen Sie mir Ihre Meinung, Fangs! Ja! Also, Weiße Hundebrigade und Kuma-san, das könnt ihr vorne in die Tonne kloppen, weil das ist voll scheiße. Weil es geht hier nur um mich. Rote Katzenkommando, Rosti, Shibanian. Und alle anderen roten Yokai, oder die es sein wollen, wie zum Beispiel Robonian, aber es ist vollkommen egal. Deswegen, Kuma-san, mach Feierabend, du Sau. Geh wieder zurück dahin, wo du hergekommen bist. Auf, Weltreise oder so. Okay, kein Problem. Also dann nochmal vielen Dank an Nintendo Deutschland und SZ Scala für das Zuschicken der beiden Spiele. Und ich bin nach wie vor wunderschön gehypt auf dieses Let's Play und auch natürlich auf das Let's Play in, für dieses Spiel hier, für Weiße Hundebrigade. Wir werden es übrigens auch so machen, ich habe es geplant gehabt, dass ich dieses Spiel mit euch zusammen online spielen werde. Insofern das funktioniert, aber es sollte gehen, denn hier steht auch, hey, ich spiele zusammen online mit Freunden und demnach habe ich geplant gehabt, in dem Spiel hier und mit diesem Spiel Weiße Hundebrigade mit euch zusammen online zusammen die Mission auch zu klappern. Ich weiß jetzt nicht, an welchem Punkt genau das funktionieren wird, weil jetzt gerade hier kann ich, glaube ich, nicht mit euch online gehen. Also jedenfalls ist die Mission oder ist diese Funktion noch gar nicht freigeschaltet, aber ich denke, ab einem gewissen Kapitelpunkt kann man mit Freunden zusammen die Mission machen. Wobei ich das jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so sagen kann. Ich weiß es nicht, ob man zusammen mit Freunden auch Koop die ganze Story durchmachen kann oder ob es nur solche, ich sag mal, ja, so Nebenbei-Missionen sind, so Spaß-Missionen. Wenn ihr dazu mehr wisst, ob man auch zusammen mit Abonnenten die Story zusammenspielen kann, also auch die ganzen Kapitel abarbeiten kann oder ob das nur solche Spaß-Kapitel sind oder Spaß-Missionen sind, die man online spielen kann, schreibt es in die Kommentare, denn ich habe keine Ahnung. Okay, nach der ganzen Rumlaberei würde ich sagen, fangen wir an mit der nächsten Mission. Wähle eine Mission und drücke aus. Ich denke, es dürfte eh nur eine Mission geben, deswegen, ja, gucken wir mal, ne? Also, es gibt, Kapitel 1 Gurkentruppe und dieses erste, Abschnitt, diesen ersten Abschnitt, der, ich kann kein Deutsch, ne? Es ist so unnormal. Jedenfalls haben wir den ersten Abschnitt des Kapitels geschafft. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Besiege alle bösen Yokai in Lenzhausen-Neudorf nach wie vor, genau. Und rücke mit einem Yokai-Freund aus. So verdoppelst du deine Kampfkraft. Das klingt gut. Wir haben 30 Minuten Zeit und bekommen als Belohnung wieder mal 50 Onikugeln, die wir ganz gut ins Level-Up investieren können. Also Blasters, nicht ausziehen, sondern ausrücken. Wisst ihr Bescheid? Ja, viel Glück. Vielen Dank. Ha, diese Sequenz ist so geil. Die wird, glaube ich, ab der nächsten Mission auch geskippt. Schade, aber ja, was soll ich sagen? Ne? Gut, Mission Start. Wir sind hier in diesem Abteil von Lenzhausen-Neudorf. Im letzten Part haben wir ja die erste Mission gespielt. Und in der waren wir quasi im Süden unterwegs. Jetzt sind wir hier im Nordosten unterwegs von Lenzhausen-Neudorf. Also man kann wohl nicht die komplette Karte von Lenzhausen-Neudorf spielen, sondern nur bestimmte Abschnitte einer gewissen Karte, eines Gebiets. Und ja, ist ja im Grunde vollkommen Latte. So, es geht darum, dass wir hier
unseren Spaß haben werden. Und da ist egal, ob es jetzt ein kleines Gebiet ist oder das, ja, volle Gebiet. Dürfen wir hier nicht rutschen? Ja, wir dürfen rutschen. Das ist ja sehr cool gemacht. Okay. Wir haben 5 Gegner zu klatschen und der eine bewegt sich schon hier in diese Richtung. Kann ich auch zu Nix da switchen? Ich glaube nicht, ne? Glaube nicht, aber ist auch vollkommen egal. Ich denke, Nix da wird einfach als, ich sag mal, ja, als Wächter agieren und wird für die Verteidigung sorgen und so. Darauf kommt's an. Wir haben jetzt schon 113 Unikugeln gesammelt. Was geht? Das ist schon fast wieder ein ganzes Level-Up für Shibanyan, oder? Das müsste ein Level-Up für Shibanyan sein. Ja, lul. Oh, Nix da hat gerade seine Fähigkeit angewandt. Und zwar das wunderschöne, ja, Schützen oder sein Abwehrmechanismus, sagen wir es so. Mir fehlen in diesem Let's Play wirklich die Worte. Es tut mir leid. Ich sollte vielleicht eine Nacht drüber schlafen, aber ich muss viel aufnehmen, damit ihr auch viel sehen werdet. Ja. Und wenn ihr weiterhin gehypt seid auf dieses Let's Play und auf die Story, dann lasst einen Daumen nach oben da und zeigt mir eure Support. So, wir haben Schwammurai, aber der ist jetzt Geschichte. Lol. Die ganzen Fähigkeiten habe ich auch noch gar nicht erklärt, ne? Ich habe es für selbstverständlich gehalten. Die ganzen Fähigkeiten hier haben eine Abklingzeit. Das heißt, die Spezialattacke von Shibanyan braucht etwas länger, um sie wieder aufzuladen, als jetzt zum Beispiel der Standardangriff von Shibanyan. Der lädt sich halt, ja, wie ihr hier sehen könnt, relativ schnell wieder auf. Es ist halt so, Shibanyans Standardattacke mit A kann man 3-mal ausführen hintereinander. Zack, zack, zack. Und dann lädt er sich kurz auf. Das ist cool, das wusste ich gar nicht. Gut, dass wir es rausgefunden haben. So, ich sehe auf dem Schulhof nochmal, um es ganz kurz zu sagen, meine Boots, ein paar Unikugeln, die packen wir uns ein. Die spawnen auch, glaube ich, relativ random hier auf der Map. Das heißt, man könnte, wenn man lustig ist, die 30 Minuten hier verbringen, um ja halt eben die nach und nach spawnenden Unikugeln zu sammeln, aber lohnt sich das? Ich glaube nicht, deswegen. Für diese 8 Unikugeln bleibe ich jetzt hier nicht 30 Minuten stehen, so. Das macht keinen Sinn. Ja, Moinsen. So, der letzte Gegner. Nochmal Schwammurai. Und bei... Was ist das? Ich spüre einen mächtigen Gegner auf dem Schulgelände. Als ob! Es gibt jetzt auch so einen Mini-Boss hier. Ja, cool. Ja, Mulm. Das finde ich gut. Das gibt nochmal so ein extra Challenge für das Level und so. Und hier ist noch eine Unikugel irgendwo. Na, wo haben wir sie? Sie müsste hier eigentlich am Tor sein. Ja, genau, hier ist sie. Okay, ja, dann würde ich sagen, auf zum Boss oder so. Keine Ahnung, wie man ihn bezeichnen soll. Aber ich würde sagen, wir heilen uns erstmal, meine Bruts. Lecker. Und sammeln eh noch den nächsten Pflaumenreißball ein, denn die spawnen hier wie Sand am Meer. Also dann, ja, lasst uns in den Kampf gehen. Ich bin gespannt, wer es ist. Kommt jetzt auch noch eine Sequenz oder wie ist das? Na? Es ist Mochismo. Ach du Scheiße. Was machst du da? Dein Freund liegt am Boden. Ich hab dich doch gewarnt. Und was können wir nun tun? Bleib bei uns. Geh nicht ins Licht. Reg dich ab, Sahnehäubchen. Er hat seinen Aufstieg noch nicht vergessen. Wie? Was bedeutet das? Fallen deine Life Points bei einer Mission auf Null, wirst du ohnmächtig. Bist du ohnmächtig und beginnst aufzusteigen, sinkt deine Aufstiegsanzeige. Fällt deine Aufstiegsanzeige bei einer Mission auf Null, wirst du aufsteigen. Steigst du auf, wirst du aus der Schreckenszeit entfernt und kannst in dieser Mission nicht mehr kämpfen. Du wirst nicht ganz entfernt und kannst nach der Schreckenszeit zurückkehren. Vermeide aufzusteigen, da es danach schwieriger wird, Kämpfe zu gewinnen. Bist du nicht komplett aufgestiegen, kannst du noch wiederbelebt werden. Okay. Mit Hilfe des B-Knopfs kannst du ohnmächtig in deiner Nähe wiederbeleben. Halte dazu den B-Knopf gedrückt und die Aufstiegsanzeige wird ansteigen. Wenn deine Aufstiegsanzeige voll ist, kannst du wiederbelebt werden. Ist jeder in deinem Team aufgestiegen, ist auch die Mission gescheitert. Ich finde das eigentlich so komisch übersetzt. Ist dein Team aufgestiegen? Was für aufgestiegen? Ist dein Team am Boden und schafft es nicht mehr rechtzeitig wiederbelebt zu werden, ist die Mission gescheitert und ja. Aufsteigen, ich finde das so verwirrend. Belebe Freunde rechtzeitig wieder, um gemeinsam die Mission abzuschließen. Er kann noch immer wiederbelebt werden. Geh zu ihm und halte den B-Knopf gedrückt. Okay. Habe ich gemacht. Warte, warte, warte. Okay, okay.
Alles klar, da würde ich sagen, Brutz, Heilung. Oh, das war aber echt knapp. Darum habe ich gesagt, Deckung hoch. Missionen sind gefährlich, selbst wenn ein Yokai-Freund dabei ist. Du kannst jedoch jederzeit wechseln. Tippe wechseln auf dem Touchscreen an, um einen Yokai-Freund zu steuern. Ah, das dachte ich mir schon fast, dass das auch geht. So, ich habe mich eben schon gefragt, als ob es nicht funktioniert, aber es geht. Interessant. Manchmal der Wächter, manchmal der Helfer. Wechsle zwischen Angriff und Abwehr und steuere den Yokai entsprechend. Dein Yokai-Freund muss in der Nähe sein, damit er gewechselt werden kann. Pass auf, dass er zusammenbleibt, sonst kannst du nicht wechseln. Okay. Dieser Gegner ist aber immer noch nicht kaputt. Nutze wechseln, um es ihnen heimzuzahlen. Lecker. Okay, ich würde sagen, ich halte mich aber erstmal auf. Und das Heil-Item ist also nur für den einen Joker, der ausgewählt ist. Das ist interessant. Sehr gut. Also, wenn ich jetzt quasi ein Heil-Item habe, einen Pflaumenreißball, kann ich ihn nur auf den Joker anwenden, den ich gerade steuere. Das heißt, dieser Pflaumenreißball, dieses Heilungs-Item wird nicht geteilt auf alle Yokai. Interessant, Hendo. Ne, guck mal jetzt hier, wenn ich jetzt einen Pflaumenreißball benutze, wird nur Shibanyan geheilt. Aber juckt nicht, meine Bruts. Warte mal kurz, da steht 0 von 3. Wir müssen jemandem helfen? Warte mal kurz. Es geht noch weiter? Es ist noch nicht vorbei? Ich dachte, das wäre wieder so eine Pups-Mission wie im letzten Part. So, ja, wir sind halt hier, besiegen ein paar Gegner und sind weg. Und da kam halt eben der Boss und den habe ich auch besiegt, deswegen hauen sie rein. Ja, aber das war's noch nicht vollständig. Es scheint wohl irgendwie jetzt im Süden noch was abzugehen. Ja, genau, und zwar beim Immerdamarkt. Es wäre lustig, wenn ich in den Immerdamarkt reingehen könnte, aber ich denke nicht. Übrigens, seht ihr jetzt auch hier unterhalb der Anzeige von Simple. Oh, und Simple stirbt gleich. Ach du Scheiße. Fuck! Das habe ich von meiner Palaverei. Sterben Sie nun! Oh mein Gott! Ich habe voll palavert. Anstatt dass du alle angreifenden Yokai bezwungen. Das kam mir unerwartet, aber die Rettung war erfolgreich. Ich hätte sonst die Hoffnung verloren. Du bist wohl nicht so einfach zu beeindrucken, Glitzy. Ja. Aha, gut gemacht. Jetzt könnt ihr entkommen. Okay, Brutz. Nee, ich habe erstmal gar nicht auf Simple geachtet. Ich dachte, ja komm, so dem helfen wir später irgendwann, ne? Aber das war bitter, bitter Tendo. Lol. Worauf ich gerade hinaus wollte. Guckt mal auf dem Topscreen, also genau auf diesen Bildschirm hier, wo auch die Uhranzeige ist und so. Achtet mal auf das Symbol oberhalb von der X-Anzeige, also oberhalb von der hier, ne, von dieser X-Anzeige halt, die sich gerade auflädt. Da ist an der Seite ein Seelensymbol. Hat es vielleicht zu bedeuten, dass wir auch irgendwann die Möglichkeit haben, Ulti-Schläge zu machen? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall cool. Schaffen wir es noch zum Tor? Nee, wahrscheinlich nicht, weil, ja. Oder vielleicht doch. Okay, gut. Ich meine, ob wir jetzt durchs Tor gehen oder nicht, nach 60 Sekunden kommen wir automatisch zum Blasters Haus. Also es ist eigentlich egal, ob wir durchs Tor gehen oder nicht, aber ich will mich trotzdem dazu zwingen. Ja, moinsen. Ja, und damit hätten wir auch das Level geschafft. Es hat Spaß gemacht. War cool. War cool, doch. War lustig. Und auch diese Mission ist geschafft. Wir müssen insgesamt jetzt, glaube ich, 200 irgendwas an Unikugeln gesammelt haben. Ja. Plus noch die 50 Bonus-Unikugeln. Und das sind leckere, ja, Erfahrungspunkte, meine Boots. Und wir bekommen ein Marathonikum. Damit kann man rennen ohne Ende. Unterstützt die Bewegung. Eine Ausdauer verringert sich 30 Sekunden lang nicht. Damals konnte dieses Item nur Nathan benutzen. Heute können es auch die Yokai benutzen. Sehr cool. Und dazu noch ein Tapfer-Splitter, ein robuster Splitter und ein charmanter Splitter. Lecker. Nice. Die Frage ist halt, wie kann ich jetzt in naher Zukunft diese ganzen Items mit auf die Mission mitnehmen? Marathonikum oder so, oder was weiß ich. Wir gucken gleich mal in den Item-Slot rein, ins Inventar und gucken, was es da an Items gibt. Was nun? Was machen wir hier unten? Ja!
Schleif hat uns befohlen, in den Abstellraum im ersten Stock zu gehen. Willkommen. Ist das nervig? Ich bin sehr beschäftigt, weißt du, ja? Wie bitte? Ich habe jede Menge Sofas und Schokoriegel, eine Terrasse zum Sonnen und TV-Serien zum Ansehen und die Supermiezen. Danke, dass du weißt schon, mich vorhin gerettet hast. Bei dir dreht sich alles nur ums Faulenzen. Das ist doch keine Beschäftigung. Genau deswegen hatte Nathan keinen Bock mehr auf dich. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Na gut, dann schenk mir eben keine Beachtung. Was zum Miauen? Simpel. Er wird jetzt erst beachtet, man kennt. Ah, der Itemshop. Okay, cool. Geh mit deinen gesammelten Unikugeln im Simpelladen einkaufen. Ich bin Simpel und habe die Ehre, den Laden im ersten Stock zu führen. Der Laden heißt Simpels Laden. Ein langweiliger Name, ich weiß. In Simpels Laden kannst du mit Unikugeln Items kaufen. Diese Items kannst du auf Mission mitnehmen. Du kannst auch Items verkaufen, also gegen Unikugeln tauschen. Ja, Simpels Laden sieht recht nützlich aus, ja. Ich wette, dass es auch irgendwo im Spiel die Möglichkeit gibt, Unikugeln zu farmen durch Items. Dass man halt eben irgendwie sagt, hey, hier gibt's eine Goldpuppe oder eine Platinpuppe und die verkaufst du hier für 1000 Unikugeln oder sowas. Und zack, farmst du dich tot an Unikugeln. Safe. Da wird's auch in naher Zukunft, sobald ich mehr dazu rausgefunden habe, Tutorial-Tendus-Videos geben, wie letztes Jahr zu Yo-Kai Watch 2 Zeiten. Simpels Laden sieht recht nützlich aus. Genau, hätten wir den doch schon früher gehabt, Mann. Wie bitte? Dieser Laden war doch die ganze Zeit hier. Keine Sorge, ich bin es gewöhnt, dass keiner mich bemerkt. Nein, Simpelbrudes. Ah, noch eine Sache. Ihr müsst noch wissen, wie ihr Items auf Mission mitnehmt. Dankeschön, das wollte ich nämlich auch gerade in Erfahrung bringen, meine Boots. Du kannst auch Kampf-Items auf Mission mitnehmen. In der Inventar-App des Yokai-Pads kannst du Kampf-Item-Sets herstellen. Es ist auch möglich, in der Inventar-App die Ausrüstung deines Yokai zu ändern. Kampf-Item und Ausrüstung kannst du noch kurz vor dem Ausrücken ändern. Während du mit Schleifer sprichst, drücke den Y-Knopf, um dein Inventar zu öffnen. Hier kannst du ganz praktisch und kurzfristig Item-Sets ändern, sogar nachdem du eine Mission gewählt hast. Puh, ich glaube, das ist alles, was ihr über Items wissen müsst, ja? Moinsen? So, Simpels Laden wird ab jetzt alle eure Shoppingbedürfnisse befriedigen. Simpels Laden im ersten Stock ist geöffnet. Wunderbar. Kann ich im Grunde auch Items mit... Ja, ist okay. Kann man im Grunde auch Items mitnehmen, um Yokai zu verstärken? Zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ihr kennt vielleicht noch aus Yo-Kai Watch 1 und 2 die Items, die man den Yo-Kai geben konnte. Zum Beispiel eine Katzenglocke oder so Kraftarmband oder irgend sowas halt. Was halt die Werte gepusht hat. Gibt's das hier auch? Entschuldigt, dass die Eröffnung so simpel ausfällt, lol. Kein Problem, Brutz. So, sprich mit Schleifer im dritten Stock und dann gibt es die weitere Mission. Was gibt's denn an Items? Kaufen wir mal so. Fragen wir mal so. Man kennt. Stärke-Talisman. Kleiner Stärkeschub. Okay. Ist der für eine gewisse Zeit oder ist der permanent? Das steht hier gar nicht, ne? Na gut. Ist auch gar nicht so teuer an sich. Also geht voll klar. Ich meine, guckt euch mal die Heilung an. Die ist teuer. Lol. 300, Alter. 300 für einen Kack-Reißball, den ich mir auf der, ja, in einem Gebiet auch farmen kann. Hieß es nicht sogar so von wegen, hey Kai, oder, ich wurde da nicht angesprochen, aber, ja, moinsen. Hieß es nicht irgendwie, du kannst Items in der Mission farmen und sie mit zurück zur Basis nehmen? Ist das so? Schreibt's in die Kommentare. Weil dann bräuchte ich ja gar nicht hier zu kaufen, wenn ich die Items auch farmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber lass uns kurz mal ein bisschen leveln, Boots. Und zwar würde ich sagen, Shibanyan, pumpen wir mal auf Level 6. Das passt. Ansonsten nix da auch ein bisschen pushen. Und ja. Passt. Sandan hat zwar ein bisschen gelitten, aber passt schon. Ja, aufhalten, ja. Gargos, du Schwein. Dich werde ich auch noch klatschen, demnächst oder so. Passt nur auf. Ach, hier ist nur Froland. Okay, hauen Sie rein. Inventar, ja. Mhm.
Also im Grunde genommen, wohin soll das? Wie meint er das? Ich kann es in den Besitz packen, ja? Okay, okay. Lifepoint Wiederherstellung. Geringe. Hier mittelmäßige. Die Ausdauer verringert sich 30 Sekunden lang nicht. Ja, das sind alles Items, die brauche ich jetzt erstmal gar nicht, Bruce. Aber wenn wir uns das Inventar anschauen, kann ich vielleicht die Frage beantworten, ob es auch pushende Items gibt. Weil, guckt mal hier. Bei der Ausrüstung. Hier wird es safe Items geben, die ich benutzen kann, um meine Yokai zu stärken. Also hat sich die Frage erledigt, meine Bruce. Okay, ich würde aber sagen, dass wir auch hier jetzt den Part beenden. Ich denke, so eine Mission pro Part kriegt man immer hin. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und ihr wollt mehr von Yokai Watch Blasters sehen und es nicht mehr verpassen, dann tut das. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Und ich gehe erstmal speichern. Lecker. Okay. Machen Sie es gut.